nie kann ich so meine Gedanken nachhängen und gleichzeitig abschalten wie unterwegs. Sei es beim TÜV-Fahren oder wie heute beim Wandern. Ganz für mich allein geniesse ich die Natur, fernab von der Hektik in der Großstadt. Mein Ziel ist heute die Alp Durana, oben an Grundes im Prättigau. Die erreicht man nämlich nur zu Fuß. Dort oben sind alle Geschwister, die zu den jüngsten Sennen in Graubünden gehören. Zusammen mit dem Hirt Philipp haben sie die Verantwortung über 85 Kühe, eine Herde Sauen, zwei Katzen und einen Hund. Ah ja, und Käse tun sie nebenbei auch noch. Hoi! Ja, hoi, Julian! Cornelia. Cornelia, freut mich. Wir sind im Boot zusammen, wir sind ziemlich im Stress. Okay. Willst du mithelfen? Du, klar, ja. Wenn ich helfen kann, ja. Du, der spritzt ein bisschen. Das ist eben nur dicht, weißt du. Was für Käse machen die da oben? Alpkäse, Hartkäse. Hartkäse. Ja, genau. Und jetzt tun wir Schichten, das heisst, wir tun auch gleich rein. Einfach okay. Nicht und zuunterst, ja genau. Okay. Und dann kannst du ihn auch so hübsch anblasen. Schaust du mir auf die Finger, dass ich jetzt so kein Seich mache? Ja, ich habe die voll unter Kontrolle. Das ist super. Nicht, ich habe nie aber ein Seich gemacht. Wirklich? Ja, hast du gesehen? Hä? Hast du gekehlt? Ja. Wann sind es die Käse? Von gestern. Das sind gestern. Die wir gestern gemacht haben. Die okay. Habe ich heute Morgen dort vorne ausgepackt, oder? Ja. Da drin getan. Da ist recht viel Salz drin. Und die saugen das recht viel auf. Es schmeckt aber jetzt schon wirklich nach... Ja. Nach Käse. Um 46 Produktion. Ja. Da die Nummer noch. Der eine kocht jetzt mit dem. Also der, den wir noch essen, ist einer von denen. Ja, genau. Super. Also Käse gibt es ja daheim. Mhm. Das ist jetzt das erste Mal. Aber es ist ja schon noch speziell, oder? Ja, in unserem Alter, ich würde sagen, andere machen nachts zum Tag, gehen in den Ausgang. Und ja, Ausgang ist sicher so etwas, was du nicht mehr machen in dieser Zeit. Mhm. Aber es sind 3 Monate, das ist eine absehbare Zeit. Woher kommt denn das mit den, wie sagt man eigentlich, Sennerinnen? Die Leidenschaft. Ja, wir sind 15 Sommer schon mit der Familie zusammen auf der Alp Sonnentönne. Es ist sicher von klein auf, wo wir das, soll ich sagen, in uns stehen haben. Habt ihr das Gefühl, wir dürfen auf etwas verzichten, wenn ihr da oben sind? Oder ist das eher eine Bereicherung für euch? Es ist eher so, man verzichtet auf einen Haufen, aber es stört einem irgendwie nicht. Es gibt einem so viel. Und im Herbst, wenn die Tiere wieder gehen, du hörst keine Glocken mehr. In der Käserei ist nicht mehr der gleiche Geschmack. Ja, Herbst, die Wiese, alles. Also, bis jetzt habe ich jedes Mal gebrüllt, wenn das Fee gehen musste im Herbst. Ja. Jedes Mal hat es mich vertatscht. Es ist ja noch speziell ihr zu dritten. So wegen Beziehung und so weiter. Das ist ein falsches Thema. Nein, überhaupt nicht. Ja. Nein, wir haben das eigentlich recht gut gelöst. Wirklich? Wir müssen alle vergeben. Und das ist... Wir haben auch geschaut, dass... Ja, ich glaube, dass wir es Hey, ihr esst wie Mäder ist schon. Muss. Schon, he? Das gehst du unter. Ja. Wie kommst du gegen so viel Frauenpower an, Philipp? Klappt es vielleicht auch mal, oder? Ja, das hoffen wir jetzt nicht. Bis jetzt ist der Ort noch gut gekommen. Nein, nein. Man kann nicht miteinander nach Hause kommt und schauen. Funktioniert das auch mal schon. Mich hat die Leidenschaft von diesen jungen Leuten, die Verbundenheit mit ihrer Heimat und der Tradition, die sie weiterführen, tief beeindruckt. Für mich geht es jetzt wieder in die Stadt. Und falls mich die Sehnsucht nach den Bergen wieder mal packt, dann fahre ich zurück nach Graubünden.